Hallo, ihr Weichkügler mit recht herzlich willkommen auf einer weiteren neuen Rostis Fressorgie. Heute essen wir ja zusammen die Lindt Swiss Premium Minis 1 Kilo Packung. Ihr wisst vielleicht auch, die habe ich von David und seiner Mutter aus der Schweiz bekommen. Vielen Dank nochmal dafür und schöne Grüße in die Schweiz und an euch. Ich habe euch ja versprochen, das zu machen, ne? Ich habe hier mal versucht, ein bisschen was aufzubauen. Oh. Es ist halt alles. Ich bin halt nicht. Bei mir geht's leider nicht anders. Es geht nicht anders. Das ist Mikro. Nicht wundern. Aber vorher muss ich das sagen hier. Ne? Es sind ja jetzt insgesamt 5750 Kalorien. Und es ist unbezahlte Werbung. Habe ich ja geschenkt bekommen zum Geburtstag. Nee. Nur so. Also nochmal 5750 Kalorien. Da wollen wir uns mal das Vergnügen stürzen, bevor es zu lang geht. Ne? Ich freue mich schon. Ihr auch? Wollen wir mal aufreißen hier, ne? Kriegen wir die alle da rauf hier oder was? Ist leer. Meine Rosti-Cap. Wollte ich mal hier alles wissen. Oh, das ist da schon so runtergefallen. Bleibst du hier? Alles schön hier verteilen hier, ne? Da ist noch eins. So, fangen wir mal an. Was ist das hier? Bern. Probieren wir mal, ne? Es könnte sich also, wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Oh. Darf welchen? I love it. Nehmen wir mal ein blaues. Scheint mit Nüssen zu sein. Oh je, alles auspacken, das dauert. Lecker, Leute. Also dieses blöde Kabel. Das geht mir jetzt auf den Keks. Wisst ihr? Blancor, Blancor, Amor. Oh, Weiße, ich liebe Weiße. Weiße Crisp. Oh, geil. Vollmilch. Weil ich einmal hochkrempel. Rot. Classic Crisp. Oh, lala, jo. Nochmal schöne Grüße an die Eidgenossen, ne? Lecker. Ich esse mal die Nüsse. Nüsse und Vollmilch. Oh, das macht so Spaß, Leute. Oh. David. Liebe Mom vom David. You are the best. Ich bin so gierig heute wieder. Aber das braucht man in der heutigen Zeit, oder?
Bern. Einfach mega. Ich bin so gefreut. Vollmilch. Alles kriegen wir schon hin, oder Leute? Ah, Mann. Schokolade ist mit Nüssen. So zart schmelzend. Ab in den Mund vom Rossi. Ich freue mich. Und dann scheiß Zeit, ne? Zur Zeit. Aber hilft nur eins, in Panik verfallen. Was willst du sonst machen? Geht ja nicht anders. Dieser Schmelz. Lind, I love you. Wer hat's erfunden? Die Schweizer. I love it. Aber das ist genau das. Das muss man sich in der heutigen Zeit, in der momentanen Situation gönnen. Um einfach genießen, abschalten. Dieses scheiß Mikro, ich hab halt nur so ein blödes, ist mein Headset. Schweib! Ich genieße. Weiße Crisp. Oh. Die Weiße Crisp ist ja meine absolute Lieblingsschokolade. Und ich hab so einen schönen schön Kranz. Herrlich. Schreibt mal in die Kommentare, was eure Lieblingsschokolade ist. Auch Chris. I love you. Aber das kriegen wir schon hin, oder? Ja, kein Problem. Hey, ich bin einfach begeistert. Muss ein bisschen schneller machen, sonst geht es zu lang. Oh, kaputt. Kaputt. It's broken. Ja. Wenn ich jemand hätte, der mich hier filmt oder so, wäre es natürlich besser, aber ich habe halt nichts Besseres. Tut mir leid. Aber ich gebe mir Mühe. Mit dem bisschen, wo ich habe, da war immer das Beste draus zu machen, ne? An dieser Stelle möchte ich noch schön den Franz aus der Steiermark grüßen. Das ist auch ein Kollege.
Mann, ist es einfach herrlich. Ich kann euch mal zeigen, wie es aussieht bei mir auf dem Teller. Ich muss mal das Mikro wegmachen. Dahinbau. Nur zur Info. Das ist einfach. Ja. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich das in meinem Leben noch, blöde Maus, noch erleben muss alles. Oder erleben jetzt mit Corona und erleben darf, das von. Ah. David und seiner Mom und Grüße auch an Simon. Aber was wir machen? Vor allem der super nette Kontakt. Per E-Mail mit David, das da mit David ist für mich. Oh, ich sage, ich habe ihm geschrieben, es ist wie, das ist meine zweite Familie. Das meine ich auch so. Weil ich habe mir nie gedacht oder überhaupt in Sinn gekommen, dass es jemand für mich macht, sowas. Mir wirklich was schickt. Wahnsinn. Na, einfach stark. Ich bin sprachlos. Immer ein bisschen voll mit. Also mit dem Laptop. Das seht ihr auf dem Laptop. Ich habe keine Kamera mit Zoom oder ich habe nur so ein Popelcam. Und ihr dürft ja nicht vergessen, ich bin ja in meinem Bett. Ja. Ich mache ja alles in meinem Bett. Ich bin den ganzen Tag im Bett. Aber ich kann schon laufen. So ist er nicht so alt, bin. Also rein damit. Da stapeln sich die Papierchen. Macht halt eine heiden Arbeit, ne? Aber der Rusti macht es gern. Schlimmisch wird Traum zu boom. Mann, 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 Mann. Was würde mir ohne die Schweiz machen?
Der Appenzeller, der Appenzeller, der frisst den Käse mitsamt dem Keller, Teller. Keller, das ist der Gag verreckt. Vor lauter gierig sagt er, der ist aus der Schweiz. Die Eidgenossen haben es drauf, Leute. Aber Schweiz ist halt teuer. Kein Immobilien. Ich hoffe, es funktioniert alles. Wenn ich habe, ist es verschissen hier. Mann, wie kriege ich überhaupt die ganzen Papierchen nachher weg? Das weiß ich nicht. Die ist so gefüllt, so Nusette oder sowas, so ganz zart schmeckt. Das ist wie die Kügelchen. Zart schmeckt. Das verläuft sogar im Mund. Wieso tut mich Lind nicht sponsoren? Mir mal was schicken. Liebe Kollegen von Lind. Keine Lust. Ich mache auch Werbung für euch. Oh. Ich muss mal die Papierchen noch verteilen. Das ist mehr Müll wie alles andere. Aber ich kann euch versprechen, es wird demnächst noch einen Geschmackstest geben. Da ja in der Mega XXL Box von David und seiner Mutter. Ja, auch, ihr wisst ja noch, diese riesen Toblerone drin war, wo Glückwunsch drauf stand, ne? Von der mache ich einen Geschmackstest. Nur für euch. Bei uns ist ja Toblerone schweineteuer. Kleine schon. Und die hatte ich ja eine Irisen mit über 300 Gramm, fast 400. Und da habe ich mir gedacht, da mache ich das Max-Test. Ich glaube, das letzte Mal Toblerone habe ich in meiner Kindheit gegessen. Ja. Weil die eben so teuer ist. Im Moment würde ich sagen, wir haben so fast die Hälfte. Aber immer noch länger. Und David hat mich ja gefragt und gesagt, welche Käse von die zwei wohl dabei waren. Ich muss gestehen, ich habe noch nie Käsefondue gemacht. Wollte ich aber schon immer machen, aber ist halt teuer. Käse ist teuer,
Ich habe das immer vorgeschlagen, da an Weihnachten meine Mom, meiner Wenigkeit ja sowieso, bin ja immer bei meiner Mom, und mein Bruder immer an Weihnachten zusammen sind. Wir feiern immer Weihnachten zusammen. Haben wir uns auch mal gedacht, mal Käsefondue machen, aber das ist wieder den anderen zu viel, zu mächtig, zu. Darum, mehr wie normales Fondue mit Fleisch und so, gab's bei uns nicht. Und ich liebe ja Käse. Schönes Käsefondue mit dreierlei Käse. So schöner Krajetzer oder Gruyère, wie man sagt, ne? Schaut auf jeden Fall rein. Das Feld lichtet sich. Vor lauter Papier sehe ich schon gar nicht mehr, wie lange ich schon aufnehme. Aber ich packe mal lässig. Easy. Alles easy, Baby. Man darf halt heutzutage seine gute Laune nicht verlieren. Mich trifft es ja besonders hart in der Lele. Es ist nichts mehr da. Was ich kaufe, sind ja diese Eigenmarken-Billigprodukte. Teure Markenartikel sind noch ein bisschen da. Aber das kann mir schon gar nicht leisten. Was ist es? Was esse ich, wenn nichts da ist? Ich habe kein Geld, um hier jeden Tag bestellen oder so. Wer denkt mal an die Leute, die wenig Geld haben? Das geht jetzt an alle die, die Hamsterkäufe machen. Hä? Und was ich nicht verstehe, die ganze Welt muss ja die Scheißerei haben. Weil das erste ist immer, was weg ist Klopapier. Hat die Welt die Scheißerei oder was? Gestörte. Voll Akkufaser noch, was? Ein Einkaufszettel. Mit dem könntest du die ganze Wohnung tapezieren. Und dann verreckt das Zeug, dann schmeißt es es weg. Hä? Und irgendwo anders hungern sie. Bekloppte. Alles. Darum tut sowas wie so eine Challenge einfach nur gut. Toll. Es darf wieder geknuspert werden. Hört man's? ASMR. Voll was an der Klatsche.
Aber wenn ich Süßigkeiten habe, dann schallt das Hirn ab. Oh. Eigentlich wollte ich das T-Shirt anziehen, aber das wird schon eh nicht sehen. Es ist einfach nur göttlich. Was man halt heutzutage nicht machen darf, irgendwie in Panik verfalle oder hier. Ändern können wir es eh nicht. Nicht abhauen. Gehört alles mir. Und wie gesagt, von der riesen Toblerone machen wir demnächst noch einen Geschmackstest. Knick, knack. Auf, zack. Mehr. Mega. Leute, vieles nicht mehr. Was kann ich denn sagen? Ich hab zwei geschafft. Bombastisch. Ihr seht doch, das ist der Rest. Kein Problem. Wenn sich jemand als fragt oder fragen tun würde, ob es mir schlecht wird oder so, nee. Von Süßigkeiten noch nie. Noch nie. Schon als Kind, ne? Auf und da wurde seiner Mom. Wahnsinn. Mein erstes eigenes Merch. Aber großartig. Ich kann euch sagen, wenn ich einkaufe gehe und hab das Cap auf, wie sie alle gucken. Hochti? Lustig. Da kenne ich nichts, verstehst du? Etwas schwierig. Wenn man so eine Challenge macht, was zu erzählen, weil man ist ja die ganze Zeit hier am verstehst? Aber gibt man weiß das. Ich bin ja mit Vollmond. No problem.
Das ist das erste Mal, es ist aus der Community Box. Ich war eisern. Mich hat zwar schon oft in die Finger gejuckt, aber nicht vorher. Schwierig für mich. Kennt ihr das Gefühl? Man hat was, man hat Süßigkeiten, man sieht sie, aber man darf nicht. Oh. Die aus der Lindkugel, wo wir gemacht haben, die Challenge. Naja. Und nochmal zur Erinnerung, 5750 Kalorien. Das ist der Rest. Mehr ist nicht mehr da. Mann, du kommst ein Papierle. Oh. Wo soll das da hinführen? Weiß ich, mein Bildschirm nicht mehr vom Monitor, vom Laptop. Da bin ich doch alles. Hier steht ein Bildschirm. Es sind halt viele blaue dabei, also Vollmilch und Vollmilchnuss. Oh, ich zieh so sie nicht so ohne Brille. Ich schmelze dahin. Das ist einfach nur ein Traum. Voll die Geschenke auspacken. Wer das wohl wieder alles aufräumt? Öle! War ja nie mehr gleich. Ich sehe nichts. Ich muss auch sehen, was ihr seht, ne? Ihr seht, das ist der Rest. Mehr steht mehr da. Aber das mit dem Tablett ist eine gute Lösung, oder? Schreibt mal in die Kommentare. Da ist es weg. Die Weißen hebe ich mal noch auf zum Schluss. Oh. Das Beste kommt immer zum Schluss. Ja, eigentlich. Ah ja, schau mal. Lass es einfach genießen. Warm.
Also wir haben die silberne. Die ein bisschen herber ist, die ist ein bisschen dunkler, also noir, so muss ich sagen, ne? Die mit Vollmilch sind zwei. Lind. Nochmal Vollmilch. Sorry. Muss vorsichtig sein, sonst kippt man das jetzt alles. Eine voll mit Milch und Haselnuss. Sind drei. Die rote mit dem zart schmelzenden Kern sind vier. Das weckt eigentlich wieder die Erinnerung an die Lindkugeln-Challenge. Das sind jetzt die, wo ich noch habe. Die mit Crunch, die rote Crunch, die normale mit Crunch. ASMR. Sind vier. Halb drei. Eins, zwei, drei. Vier. Fünf. Crunch war 5. Ich habe die normale mit dem zart schmelzenden Lindkugelmäßig übersehen. Und die weiße Crisp. Also 6 verschiedene Sorten sind drin. Okay. Mir wird aber ein lange. Jo, Freunde. Endphase. Nicht abhauen. Nicht, dass einer flüchtet. Wir sind ja nicht auf der Flucht. Früher, wo ich gearbeitet habe, haben wir zum Chef gesagt: Chef, wir sind hier auf der Arbeit, nicht auf der Flucht. Weil, schnell, schnell, schnell. Von wegen Banane. Nicht mit mir. Zwölf Stück noch. Noch 11, ich hoffe, ihr schaut auch noch zu, oder? Noch 10.
Ach, von lauter Gier. Einfach herrlich. Ich bin so. Noch sieben. Noch sieben. Noch sechs. Einfach. Mega. Meine Augen. Noch fünf. Ab in den Mund. Noch vier. Holy moly. Ich sehe nicht, wo meine Tasten sind. Ich muss ja auch die Aufnahme wieder stoppen. Geht ja alles mit dem Finger, ne? Wenn ich nicht mehr weiß, welche Taste, dann läuft die Aufnahme morgen noch. Wer soll das aufräumen? Noch zwei. Es schmelzende und eine weiße Chris. Große Finale. Wirklich die letzte. Ist immer so ein trauriger Moment, oder? Wie wenn ein guter Film zu Ende ist. Und man weiß, da wird eine Fortsetzung kommen. Oh. Wow. Ja, Leute. Und nicht vergessen, unbezahlte Werbung. Das ist ja hier die Mini-Geburtstagskarte, ne? Ja, Freunde. Wir haben es gepackt. Das waren 5.750 Kalorien. Die Lind Swiss Premium Minis 1 Kilo Packung, die mir zum Geburtstag geschenkt wurden von David und seiner Mom, die ich hier nochmal oder mich nochmal ganz herzlich bedanken möchte, auch für das riesengroße Paket. Es ist weg. Wir haben sie geschafft. Dann nehme ich auf. What? 44 Minuten! Leute, es geht halt nicht kürzer. Vor lauter Auspacken, du wirst ja nicht fertig. Und ich kann es ja nicht vorher auspacken, da weiß ich ja gar nicht mehr, was ist, ne? Und viele machen das halt im Zeitraum, aber das kann ich alles nicht. Und es gibt alles uncut bei mir, ne? Da sage ich nochmal vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, verfallt nicht in Panik. Genießt trotzdem euer Leben. Es wird irgendwann besser werden. Keine Frage. Und wenn nicht, wenn nicht, gibt's nicht. Wir werden das zusammen, diese Situation meistern, wie wir alles geschafft haben und dann, also, einfach weiterleben und sich nicht verrückt machen.
Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt ein kleines bisschen Spaß gehabt. Ist jetzt ein bisschen länger geworden. Und wie gesagt, das mit der Toblerone machen wir einen Geschmackstest draus. Verspreche ich euch. Kommt dann auch, aber das wird noch ein paar Tage hin sein. Jetzt erstmal sacken lassen, erstmal dieses Video genießen, oder? Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf meinem Rostkanal. Bitte bewertet das Video, schreibt was in die Kommentare, aktiviert die Glocke. Und falls ihr noch kein Abo habt, einfach nur aufs Köpfchen drücken. Press the head button to subscribe. Und wie gesagt, bleibt gesund. Mehr kann ich euch nicht wünschen, ihr und eure Familien und alle eure Liebsten. Und am besten auch noch der Welt, der Rest der Welt, dass er. Man kann einfach nur. Leute, wir packen das. Pobacken zusammenkneifen und Durchmarsch. Oder? Wie sieht's aus? Bin ich verschmiert? In diesem Sinne, sagt tschö mit euch und fingerlich raus und immer schöne Grüße an die Schweiz und an die Berner oder an die Schweizer Landgenossen. In diesem Sinne, ich sag tschö mit euch und fingerlich raus, euer Rosi Reitner. Thank you, goodbye. Bye bye. Ciao, ciao.